Hi, ich bin Johannes, Produktmanager bei Deuter. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das E2-System im Alproof in Betrieb nimmst. Schalte zunächst das System ein, indem du den orangefarbenen Schalter ziehst und drehst. Das System startet sofort einen Autotest. Während dieses Selbsttests führt der Motor eine erste langsame Drehung aus und die grüne LED an der Seite beginnt zu leuchten. Wenn der Autotest erfolgreich war, blinkt diese grün oder orangefarben, je nach Ladestatus. Das System ist dann betriebsbereit. Wird während des Selbsttests ein Fehler festgestellt, leuchtet die rote LED weiter und es ist nicht betriebsbereit. Wenn der Selbsttest fehlschlägt, erscheint auf der LCD-Anzeige das folgende Piktogramm. Auf der LCD-Anzeige werden auch verschiedene andere Informationen angezeigt, zum Beispiel der Ladestatus oder der Status der Superkondensatoren und der Batterie. Der Status kann auch von außen über die drei LED-Leuchten überprüft werden, sodass eine Partnerkontrolle durchgeführt werden kann. Das System kann auf zwei Arten geladen werden. Entweder durch das Einlegen von zwei AA-Batterien. Diese laden die Superkondensatoren automatisch auf, sobald sie eingelegt sind. Das Aufladen dauert zwischen 40 und 80 Minuten, je nach Batterietyp und Umgebungstemperatur. Die Batterien haben genug Energie, um drei vollständige Systemladungen zu erzeugen. Es ist ratsam, die Batterien danach und nach jedem Einsatz zu ersetzen. Oder man lädt das System über den USB-C-Anschluss mit einem Standard-USB-C-Kabel wie das mitgelieferte und einem normalen Ladegerät wie zum Beispiel einem Handy-Ladegerät, einer Powerbank oder einem Solarsystem. Der Ladevorgang dauert dann 20 bis 40 Minuten, je nach Art des Ladegeräts oder der Powerbank. Für das Alpride E2-System sind zwei AA-Batterien erforderlich. Wie bereits erwähnt, dienen diese zum Aufladen des Systems und zur Gewährleistung einer reibungslosen Funktion, da sie einen eventuellen Ladeverlust auch über mehrere Monate hinweg ausgleichen. Vergewissere dich, bevor du auf Tour gehst, dass die Superkondensatoren deines E2-Systems vollständig aufgeladen und die zwei AA-Batterien eingelegt sind. Jeder Lawinenabgang ist unabhängig von der Ausrüstung lebensgefährlich. Daher sollte ein Airbag-Rucksack dich nicht dazu verleiten, größere Risiken einzugehen, als du es normalerweise tun würdest. Für jede Sicherheitsausrüstung gibt es Grenzen. Bitte lies dir die ausführliche Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolge alle Anweisungen. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Sicherheit da draußen. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie man das System richtig ein- und ausbaut.